Hallo, liebe YouTube-Freunde, mein Name ist Lobo209 und willkommen in der Hülle. Und das Ding, wo ich jetzt hin muss. Also, hier geht's ganz, ganz tief runter. Ist wahrscheinlich auch so ein Überhang. Und da hinten, da muss ich jetzt hin, da geht's rein. So, ich suche mir jetzt einen Weg nach unten. Okay, ich denke am einfachsten wird es hier sein, abzusteigen. Das sieht so relativ easy aus. Na, nach oben hin wird es bestimmt nicht so easy sein. Auch hier auch ein mega geiler Schlafplatz. Da kann man auch super drunter pennen. Traumhaft. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt. Das sieht einfach nur mega aus. Ich brauche jetzt wahrscheinlich beide Hände. Muss ich mal gucken. Weiter. Ja, nicht, na, ist auch einfach ein Abgrund. Oder doch. Ah, da geht es ziemlich weit runter. Ist okay, da bräuchte ich beide Hände, das ist ziemlich riskant. Ein bisschen mega riskant. Ja, das ist nicht wert. Gucken wir, wie der Abstieg ist. Okay, der Abstieg ist ganz easy. Nehmen wir den sicheren Weg. Wow, das ist ja mal richtig mega. Hier gibt es auch Bohrhaken. Das ist natürlich cool, ne? Irre. Das ist der schmale Weg, den ich nehmen wollte. Den nehme ich vielleicht auf den Rückweg.
gespannt, wie breit das ist. Und gleich Stockfenster. War ein ganz schön schmaler Eingang. Das ist klar. Ich will hier nochmal Schutzzeit, logisch. So, ich bin am Ziel angekommen. Ich werde jetzt meine Ausrüstung packen und dann geht's hinein. Sieht aber sehr einladend aus. Hier ist diese Stufe. Da brauche ich wohl beide Hände. Okay, das ging gerade so. Das sind gerade mal ein paar Meter, aber man merkt, dass es hier schon deutlich kühler ist. Okay, hier kommt eher so ein ziemlich flacher Bereich. Ich tausche mal die Lampen, ich nehme mal die große Lampe jetzt, um das ein bisschen besser zeigen zu können.
ist denn das Ding? Wie gesagt, man ist jetzt schon also gerade mal ein paar Meter drin und das ist der absolute Wahnsinn. So, ich würde sagen, weiter geht's. Jetzt muss man sich hier relativ klein machen. Das ist ein ziemlich kleiner Durchgang. Ja, hier ist es auch ziemlich glatt. Also sehr glatt sogar. Da sollte man aufpassen. Das Ganze. Von da komme ich her. Dass man ein bisschen mehr sieht. So sieht das aus. Der Wahnsinn. Krass. Das sieht einfach nur geil aus. Es ist so schon kühl. Ein bisschen glatt. Oh, da gibt es ja auch was zu entdecken. Vielleicht schauen wir uns das gleich mal an. Jetzt geht es einmal noch da. Und einmal noch da. Wir gehen jetzt mal noch da. Schauen wir uns hier mal an. Schon am Ende angelangt. Ist der Wahnsinn. Ich will dir das zeigen.
kuschelig heiß. Ich mach die erstmal aus. Pack sie erstmal wieder rein. Ganz, ganz still. Ab und zu fallen Tropfen von der Decke. Das ist einfach unglaublich. Also. Richtig angenehm kühl hier drin. Boah, die Frage ist natürlich, wo führt uns das dahin? Sieht natürlich spektakulär aus, ne? Man könnte sich das ja mal anschauen. Schmetterlingsknoten. Ja. Gut, wenn ich jetzt mein Kletterseil mit, könnte ich mir das angucken. Habe ich leider nicht. Ich glaube, das Licht ist zu hell. Zu sehen, wie das funkelt.
natürlich die Tiefe und glatte Stelle. Muss ich mal schauen, wie ich jetzt zurechtkomme. Noch irgendwie hier hochkommen. Gucken, wie auf so eine gute Stelle zum Anfassen soll. Hier muss es auch eine gute Stelle geben. Hier so eine Höhlenspinne. Also eine der größten Spinnenarten, die bei uns leben. Hier sitzt so ein Exemplar. Ich will da nicht großartig hinleuchten. Die Dinger sind wirklich riesig. Ja, schnell dran vorbeigehen. Jetzt wieder weg. Hier saß so ein nächstes Exemplar. Das ist allerdings deutlich kleiner als. Okay, Ausgang reicht. Das war's. Okay. Ich hole jetzt ab. So, ich habe hier so Baumstämme entdeckt. Da habe ich jetzt einen Stuhl und einen Tisch gebastelt, hingestellt. Und jetzt mache ich mir erstmal hier was zu essen. Heute aber nichts Ausgefallenes. Heute gibt es einfach was Schnelles aus der Tüte. Bisschen Wasser drauf. Einen kleinen Gaskocher dabei und einen faltbaren Topf. Und das müsste eigentlich reichen. So, das ist der Topf.
Und hier ist ein kleiner Gasbrenner. So, der Piezozünder. Und der kleine Gasbrenner, so. Ich hoffe, das Gas ist fast leer, dass das noch dafür ausreicht. Ah, der Topf rutscht ein bisschen. Da muss ich was runterstellen und runterpacken. Oh ja, das ist perfekt. Ein bisschen runter. Wasser fängt an zu kochen. Ich drehe jetzt meine Fertiggerichte rein. Der Müll kommt natürlich dann mit. Thank you.
So, das reicht jetzt. Ich lasse jetzt die Nudeln einfach noch ein bisschen ziehen. Das kann aus. Kann erstmal runter. Das brauchen wir nicht mehr. So. Hier kommt dann jetzt erstmal der Deckel drauf. So. Damit auch nichts reinfliegen kann. Und dann lassen wir das erstmal kurz so stehen. So, mein Müll nehme ich natürlich mit. Keine Frage. So. Und dann warte ich jetzt ein bisschen, bis die Nudeln durchgezogen sind. Und dann kann gegessen werden.